Hi und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir sind hier auf der wunderschönen Wiese und machen uns gerade auf dem Heimweg Richtung. Ah, okay, der will uns nicht wehtun, das ist gut. Richtung zu Hause. Waren eigentlich auf der Suche nach Essen. Und ja, hat nicht so gut funktioniert. Wir haben uns aber dann ein paar andere Sachen angeguckt. Auch okay. Okay, die will uns auch wehtun. Laufen wir mal lieber ein bisschen weg. Hier ist noch ein. Ja, sehr gut. Zumindest haben wir ein bisschen ein paar von den Eiern gefunden. Das ist ja schon mal gut. Hier nehmen wir mal den Baum mit. Mal gucken. Ah, okay, die ist immer noch hinter uns her. Krass. Ziemlich hartnäckig. Wir schauen mal hier. Da sind auch wieder welche. Machen wir einen kleinen Umweg hier lang. So. Nest. Sehr gut. Wie viel von den Eiern haben wir jetzt? Sechs. Da kommen wir gerade so über die Nacht mit. Wir haben noch ein paar von den. Ah, wartet mal. Hier sollte es eigentlich noch Clay geben. Also Lehm. Den nehmen wir mal mit. So. Gucken wir nochmal. Sah jetzt gar nicht so aus. Ach, wieso? Wir sind voll. Ja. Super. Dann klappt das natürlich nicht. Was haben wir? Haben wir noch irgendwas zum Wegwerfen? Wir könnten das eine hier kurz platt machen. Genau, jetzt geht's. Dann nehmen wir noch ein bisschen von dem Zeug mit. Dann machen wir uns aber lieber auf den Heimweg und packen erstmal das, was wir hier mühsam zusammengesammelt haben, in unsere Basis. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen später am Tag. So. Immerhin haben wir überhaupt eine Schaufel. Das ist schon mal ganz gut. Mit der Axt würde das noch länger dauern. So, okay. Reicht erstmal. Nochmal gucken. Da lang. Okay. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch irgendwie so ein Maisteil nochmal. Oder wir finden noch ein paar Nester. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gestaltet sich das mit der Nahrungsversorgung dann doch schwieriger als gedacht. Da ist so ein großer von denen. Den sollten wir mal lieber umlaufen. Okay, das hier vorne ist das Krankenhaus. Und damit unser Rückzugsort für die Blutmonde. Das ist. Da haben wir erstmal ja ein bisschen Ruhe. Was hier passiert. Steinklumpen. Der hier so rumliegt. Warum liegt denn hier so ein Steinklumpen rum? Was ist das da vorne? Da eine Frau rum? Sieht so aus. Okay. Haben wir die gleich mal erledigt. Hier sind überall Türen. Würde ich sagen, schlagen wir hier mal das Glas ein. Das geht ja immer relativ schnell. Ach ja, das können wir auch nicht mitnehmen. Haben wir noch irgendwas, was wir aussortieren können? Nicht wirklich. Gut, okay, verdammt. Dann war die Überlegung schon wieder schlecht. Vergesst es immer, dass wir hier anscheinend voll mit Zeug sind. Müssen jetzt also erstmal zurücklaufen. Gucken uns mal überall hier ein bisschen um, ob wir noch irgendwo was sehen, was nach Gefahr ausschaut. Okay. Der Stumpf, den kennen wir ja schon, der ist leer. Dann brauchen wir jetzt die Teile und klettern mal. Nach oben.
Home Sweet Home. Gut. Dann packen wir mal alles, was wir gerade nicht brauchen, hier rein. Okay, das sind die Barrels, die so Geräusche machen. Das ist okay. Genau, jetzt haben wir auch noch Hunger. Das heißt, das lasse ich mal so. Hier packen wir das mal um. Super, die Stühle brennen gut. Gut, das kommt hier rüber. Dann haben wir hier das. Das Gunpowder packe ich auch mal hier mit rein. Noch irgendwas. Duct Tape. Ja, Duct Tape hier mit rein. Öl da mit rein. Okay, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den noch mit da rein zu packen. Das ist gut. Wir sollten vielleicht hier mal ein paar Eier braten in der Zwischenzeit. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Okay, die Sachen kommen hier mit zu. Zum Tee. Haben wir noch einen, den können wir kurz mal trinken. Genau, dann haben wir Clay übrig, den wir hier dann erstmal hier reinpacken. Ganz wichtig, das behalten wir für später. Okay. Ah, können wir auch so rüberpacken. Hier. Irgendwo hier sind doch noch die Geldreserven. Oder haben wir die immer mitgeschleppt? Schwer zu sagen gerade. Gut, das haben wir. Die Barrels. Lasse ich auch mal hier. Gut, wir haben jetzt einen Riesenvorrat an Antibiotika. Das ist richtig gut. Wir haben ja noch ein bisschen was von dem Wasser. Packen wir dann auch kurz mal mit hier rein. Okay, alles klar, das dauert jetzt einen Moment. Und daraus, gucken wir mal kurz, könnten wir Kornmehl machen oder Eile. Mach da draus mal Kornmehl. Geht das darüber nicht? Runde. Hier geht's. Dann können wir daraus nämlich noch so ein leckeres Maisbrot basteln. Und erstmal können wir hier wahrscheinlich noch ein paar von den Eiern essen. Oh. Immer zwei von den Beeren. Ja. Mal das hier umswitchen. Dann essen wir noch ein paar von den Eiern. Okay. 33. Das hier aus. Wasser brauchen wir auch noch. Also trinken müssen wir auch. Okay. Dann essen wir die Eier auf, trinken ein bisschen Tee. Dann sind wir nochmal gestärkt, um zumindest ein bisschen hier weiter zu erkunden. Okay. Kornmehl. Könnten wir denn hier... Wie war denn das? Das war da. Ach doch, mit Wasser zusammen. Okay, alles klar. Super, dann machen wir hier noch Brot. Essen noch zwei von denen. Haben wir getrunken, haben wir jetzt auch noch nichts, ne? Okay, Wasser. Wir wollten noch einen Schluck trinken. Oder besser gleich zwei Schlücke. Gut. Okay, super. Das packen wir zurück. Hier schalten wir erstmal aus. So. Dann gehen wir nochmal los. Und was wir zumindest machen, würde ich sagen, ist unten mal einmal Wasser auffüllen. Hier unten sind keine Zombies. Alles gut. Den Zombie machen wir mal platt. Okay, und Wasser gibt es da an dem Wasserturm unten. Achso, oh, nee, da ist was drin. Ah, nur Federn, schade. Das ist auch nicht so prickelnd.
Gut, aber wie gesagt, Wasser können wir auffüllen. Wasser ist hier. Genau. Wunderbar. Mal das wieder umswitchen. Und dann, was machen wir? Könnten ja mal das Nebenhaus hier uns kurz anschauen. Der. Wenn wir schon hier direkt nebenan ein Haus haben. Ah, okay. Hoppala. Okay, den haben wir. Da steht noch einer. Aber auch. Da liegt jemand. Haben wir nicht gut, da haben wir nur den Arm erwischt. Okay, ich glaube, die haben wir jetzt alle. Moment mal, wo ist gerade einer? Also ihr seht, ich habe mich gerade etwas erschreckt. Wo ist denn jetzt der Typ, der hier gerade so einen Stress macht? Ah, dahinter. Versuchen wir den mal so zu kriegen. Ich glaube, so haben wir ihn erwischt. Sehr gut. Dann durchforsten wir hier mal die anderen Sachen, ob wir irgendwas Gutes finden. Vielleicht ja was zu essen. Alles nicht nach Essen aus. Sehr, sehr schade. Im Kühlschrank? Auch nicht. Verdammt. Von wo kam das gerade? Ich sehe nichts, ich höre nur. Geh mal einen Schritt zurück. Eine Fackel mitgenommen, das ist schade. Ich weiß nicht, wo gerade der Sound herkam. Machen wir hier vorne mal ein Loch rein, dass wir notfalls in beide Richtungen flüchten könnten. Was da drauf liegt. Komisch. Fernseher, der runtergefallen ist, oder? Gucken hier mal rein. Kann auch sein, dass der über uns sitzt. Schwer zu sagen. Klingt so ein bisschen. Wenn er über uns ist. Und ich habe leider irgendwo die Fackel verlegt. Ist auch nicht besser als unser, leider. Okay, und da ist jemand. Ups. Okay, das hat funktioniert. Hier hinten ist leider sehr dunkel. Und wie gesagt, ich habe irgendwo anscheinend die Fackel verlegt. Das ist echt ein bisschen blöd. Gibt's auch echt gar keine guten Sachen, ne? Und dunkel ist es auch noch. Gehen wir hier rüber. Okay, hier ist die Garage. Oh, in der Garage gab's was zu essen. Interessant. Was ist das? Blaubeersamen, okay. Dann werden wir uns in.
Okay, da ist noch jemand. Ich würde gerne etwas Erde mitnehmen. Gucken wir mal. Und wo nehmen wir die mit? Ich würde sagen, von hier einfach. So, damit wir auf dem Dach dann... damit wir auf dem Dach dann nämlich einen kleinen Bereich mit Erde füllen können, um dort Sachen anzupflanzen. So jedenfalls der Plan. Und wenn wir jetzt nämlich gleich nach oben gehen, können wir das vielleicht machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber es wird langsam dunkel, das heißt, ich möchte hier nicht ewig draußen rumlaufen. So, und hier heben wir jetzt gleich einen kleinen Graben aus. Ein bisschen auch als Markierung, das ist ganz praktisch. Und irgendwo müssen wir ja eh die Erde hernehmen. So, die reparieren wir hier einmal, die Schaufel. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, wie viel Erde wir mitnehmen. Erstmal zwei von den Sachen hier. So, machen wir weiter. Wie viel Erde haben wir denn? 41. So, über 50 sollten wir schon haben, glaube ich. Nehmen wir hier noch den einen Bereich mit oder? Naja, noch zwei. Ich weiß auch gar nicht, ob das Richtige ist. Das heißt ja Dirt. Ob das Richtige ist. Schauen wir mal. Wie viel Erde haben wir jetzt? 59. Das ist gar nicht so viel. Scheint doch eher kleine Mengen hier zu sein, die wir rausnehmen. Gucken wir mal, sieht man das auf der Karte jetzt eigentlich? Ne, noch nicht. Gut. Okay, einen noch. Dann ist auch fast 21 Uhr. So, und dann gehen wir wieder nach oben. Na? So. Zack. Ab nach Hause. Rein in die gute Stube. Dann können wir hier das auch mal wieder anmachen. Können die Sachen, die wir gerade bekommen haben, ein bisschen verteilen. Genau, was wir hier auf jeden Fall noch machen, ist den erstmal wieder an. Dann können wir den Rest hier mit dem Wasser machen. Genau, das dauert 10 Minuten, da also geht ein bisschen Zeit. Rest vom Wasser packen wir mal hier rein. So, das kommt dahin. Genau, aus dem anderen können wir dann gleich noch Tee machen. Ist hier sonst noch was? Ja, ein bisschen Essen packen wir hier unten mit rein. Ah, okay. Wir haben hier noch Stühle übrig. Die verteilen wir gleich. So. Wunderbar. Gut, das wollten wir eh mit nach oben nehmen. Okay. Dann haben wir hier Dosen. Das Zeug soll ja eh dann drüben rein. Die Dosen packen wir auch damit rein. Gucken wir mal. Wir nehmen mal hier, glaube ich, noch die Hälfte der Kohle mit. Für den Bereich. So. Okay, das dauert hier alles noch eine Weile. Können wir den Alkohol hier reinpacken. Ja. Hier haben wir noch Papier. Diese Paint-Sachen, haben wir die nicht hier reingepackt? Haben wir die da reingepackt? Ah ja, da unten sind. Okay. Gut. Tokens kommen da rein. Das kommt da rein. Und das kommt... Blaubeersamen. Oh, mal hier unten hin. So, das haben wir auch. Was jetzt noch fehlt, hier das eine Leder zu verteilen. Dann schauen wir mal hier kurz rein. Wie weit sind wir hier? War noch nicht sehr weit. Mache ich das erstmal wieder aus. Können wir ja machen, wenn wir hier sind. Verteilen das da rein. Und dann würde ich jetzt einmal aufs Dach gehen. Haben wir noch? Haben wir. Okay. Mach mal lieber zu.
Wir gehen mal nach oben. Genau, und der Plan ist jetzt, und komm, hier kommen zwei hin, dass wir hier so Beete anlegen. Sind aufgestiegen, das ist auch gut. Muss ich mal gucken, ich war mir nicht mehr sicher, wie man... Wie füllt man denn jetzt diesen Bereich hier? Ja, wie das war. Kriege ich jetzt den Bereich hier gefüllt? Does not sound very simple, but it might have something... to do with farming. Okay. Grassy, plains, forest. Okay. Okay, wir müssen es jetzt erst herstellen. Das ist auch ein Unterschied zu früher. Machen wir das doch mal. Ist halt echt Mist, man sieht hier halt gar nichts mehr, ne? Also ihr seht nur noch Nebel wahrscheinlich. So ein bisschen, wenn ich da hinten hin zeige. Ich will jetzt zumindest wissen, ob das funktioniert. Ja. Okay, es scheint zu funktionieren. Muss aber runter, wir brauchen hier echt Licht. Also selbst, es ist jetzt so dunkel, dass selbst ich Licht brauche. So, haben wir nicht... Nee, Taschenlampe haben wir auch nicht bei. Verdammt, ich finde nicht mal mehr den Pfad, der nach unten ging. Hier vorne anscheinend. Boah, ist das dunkel. So, sind wir wieder da? Also das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen mal eine Taschenlampe mit. Dann nehmen wir mal... Okay. Wie lange braucht das noch? 6 Minuten. Haben wir jetzt eine von den Kerzen. Eine ist besser als keine, ne? Was mit, dem Licht? Ah, okay. Können wir das wegmachen und trotzdem Licht an? Nee. War ja klar. Gut, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Mal hier irgendwo stelle ich die Kerze jetzt hin. Ja? Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Okay, und hier packe ich jetzt die Erde zwischen. Okay. So, jetzt sieht man es ein bisschen. Genau, da ist jetzt Erde zwischen. Und da werden wir dann später Sachen pflanzen. Ja, und hier neben dann auch nochmal. Mal gucken. Und hier natürlich. Gucken wir mal kurz, ob wir das schon mal machen können. So, wie ist das auf der Seite hier? Boah. Licht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so ungefähr. Ja, wird schon passen. Dann machen wir hier noch zwei dazwischen. Genau, können wir die jetzt bauen? Okay, also ihr seht genauso wenig wie ich, ja? So ist nicht. Fühle hier nur ungefähr, wo die Sachen sind. Sehe überhaupt nichts, sehe auch nichts, ob hier irgendwie ein Zombie ist oder so. Aber ich kann ja leider nicht bauen und gleichzeitig Licht anhaben. Dafür fehlt uns noch der Bergarbeiterhelm. Okay, so. Licht. Super. Hier haben wir anscheinend irgendwas doppelt gebaut. Naja, ist nicht so schlimm. Hier seht ihr, wächst jetzt schon ein bisschen Gras drauf. So ist es gedacht. Hier zwischen kann man dann quasi langlaufen, ja, damit man nicht über die Pflanzen läuft. Und dann hat man hier zwei solcher
Beete, nennen wir es mal. Gut, dann gehen wir erstmal wieder runter. Und wir müssen dann auf jeden Fall noch am nächsten Tag keine Ahnung, wo genau die jetzt sind. Aber wir werden mal die andere Kerze wieder anbringen. So, jetzt sind wir erstmal wieder zurück zu Hause. Machen hier einmal den Ofen an. Gucken beim Rest mal vorbei. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Essen. Wir haben... Okay, wo... Wo soll denn jetzt hier... Wo soll denn alles sein? Sehe ich nicht. Okay, cool, wir können das hier also mal verstärken. Auch ganz interessant. Machen wir das doch mal. Holz haben wir ja noch genügend. Dann sieht es auch gleich ein bisschen mehr nach unserem Heim aus. Wie ist das unten? Ah, geht auch. Cool. Okay. Funktioniert. Aber ich schau kurz mal trotzdem raus. Okay, wir schnappen uns mal kurz die Taschenlampe. Machen wir so, das Taschenlampe hier hin. So, zack. Ich guck mal kurz hier zum Beispiel runter. Sehe nichts. Also keine Ahnung, wo dieser komische Zombie ist, den wir hören. Ich sehe ihn nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder rein. Wie sieht's mit unserem Holz aus? Ist alles okay? Schauen wir mal hier beim Rest. Okay, hier können wir jetzt wieder Sachen reinpacken. Dann nehmen wir uns doch mal hier den Bereich mit. So. Dann auf jeden Fall erstmal die Dosen reinschmeißen. Die sind schnell weg. Der Rest sieht auch schon ganz gut aus. Können hier mal gucken. Das sind die ganzen Baumaterialien. Das, die Sachen hier könnten wir... Von diesem Eisen brauchen wir immer Clay und Eisen. Okay. Gut. Wir haben viel von diesen Arrows jetzt. Packen wir das erstmal da rein. Wir könnten jetzt also Arrow, Iron Arrow. Die fügen wir uns auch mal hinzu zum Favoriten. So. Wie viel können wir davon bauen? 120. Ansonsten bräuchten wir mehr Federn. Federn haben wir aber auch, oder? Haben wir genügend. Na, dann bauen wir doch gleich die 200. Was soll der Geiz? Das dauert auch 6 Minuten, aber können wir machen. Und kurz mal hier rein. Das eine ist auch gleich verbraucht, dann können wir dafür Clay reinpacken. Genau, und dann haben wir den, der Rest passt. Okay. Hier ist immer noch Wasser. Hier könnten wir eigentlich als nächstes auch den Tee hinzupacken. Dann ist da ein bisschen was in der Produktion. 9 Minuten, oh, das dauert ganz schön lange. Packen hier das Wasser dafür zurück. Super, haben jetzt einen guten Wasservorrat, das ist schon mal schön. Essen hier noch die zwei letzten Beeren, dann ist der Stack auch wieder frei. Sieht's aus, 55, das ist ganz okay. Okay, diese Arrows werden produziert, das ist in Ordnung. Ich würde gern eigentlich noch einen Bogen haben. Nochmal kurz gucken, einen zweiten, den wir hier uns reinpacken können. Gebe ich auch gleich mal in die Produktion. Den wir dann hier unten mit reinlegen, neben die Axt, damit wir Ausrüstung haben entsprechend. Steel Arrow. Steel, ah, und jetzt haben wir Iron. Steel, Iron, nur Arrow. Okay. Machen wir das mal so. Jetzt hätten wir nämlich... Ah, okay. Hier können wir jetzt Iron Arrow auswählen. Okay. Super. Hat das Ganze nämlich ein bisschen mehr Wumms. Theoretisch könnten wir hier unser... Häuschen noch ein bisschen weiter ausbauen, auch gut. Guck mal kurz beim Frame hier. Wooden Frame, bauen wir mal noch 9 Stück dazu. Nicht, dass wir zu wenig davon haben. Das dauert jetzt aber eh alles.
gut. Wir haben aber noch ein bisschen Holz. Wir können also hier unser Haus ein bisschen verstärken. Ist doch ganz gut. Genau, dann sieht es, finde ich, auch einfach ein bisschen schöner aus, ein bisschen selbstgebauter vor allen Dingen. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch am Ende natürlich stärker. Ja, also es ist ja upgegradet. Wir müssen nur mal kurz schauen, wie viel... Okay. Nicht, dass uns das Holz dann ausgeht. So, wir gucken mal. Ja, das sieht doch cool aus. Müssen mal in unsere Schmiede schauen. Sieht's hier drin aus? Okay, Clay geht noch runter. Wir bräuchten von diesem Forged Iron noch ein bisschen was. 6 Minimum. Oh, wie viel können wir herstellen? Okay. Machen wir mal 26. Packen die hier rein. Wie viel Eisen haben wir? Hier drüben ist eigentlich nicht wirklich mehr Eisen. Schade. Wie viel Holz? 107. Gut, na dann baue ich hier noch die 6 Teile fertig. Dann muss das hier auch reichen. Genau. Ja, sieht doch schon ein bisschen netter aus bei uns. Hier oben haben wir so eine Lampe, die eh nicht geht. Können wir eigentlich mal abreißen. Die sollte uns... Ich dachte eigentlich, dass sie ein bisschen Eisen bringt. Tut sie leider nicht wirklich. Wie ihr seht. Am Ende 5. Naja. Besser als nichts. Wir haben hier noch eine Dusche. Die reiße ich auch gleich ab. Nehmen wir das Glas mit. Können das hier reinhauen. Oh, was haben wir hier noch? Ganz, ganz wenig davon. Paper. Okay, also eigentlich nicht wirklich was. Okay, jetzt wird... Ach nee, wir haben Durst, okay. Durst ist nicht so ein Problem. Habe gesehen, wir überziehen gerade auch etwas. Aber so kriegt er mal mit, was ich nachts immer mache. Denn ich mache nachts quasi immer die Vorbereitung für den nächsten Tag, bewache hier die Schmiede, guck mir an, was genau wir produzieren. Es dauert, ihr seht, das dauert alles ein paar Minuten sogar, hier teilweise 9 Minuten oder so. Jetzt sind es hier nur noch 5 oder 4 oder so, aber das muss ja alles quasi vorbereitet werden. Und das ist das, was ich quasi nachts tue. Hier, Glas nehmen wir mit, können wir zusammenpacken. Wir haben noch einen von den Arrows jetzt. Packen wir den hier noch rüber. So. Wie sieht es hier in der Produktion aus? Dauert auch noch ein bisschen. Packt uns hier unten aber jetzt quasi die Pfeile voll, das ist gut. Hier schaue ich nochmal rein. Hier ist jetzt der Clay durch und die anderen produziert er noch. Ich werde also hier ein 100 da noch rausnehmen und das hier mit zupacken. Und aus dem Eisen können wir dann Spitzhacke und Axt bauen. Das ist zumindest auch ganz gut. Dauert hier alles noch ein bisschen. Ich lasse das in Ruhe köcheln quasi. Ihr könnt erstmal abschalten und auf die nächste Folge warten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder bei Folge 19, 7 Days to Die. Bis dahin, macht's gut.